Hey Leute, ihr habt bestimmt schon von dem neuen iPhone gehört, was gefunden wurde, dem iPhone der vierten Generation. Und ich habe jetzt einfach mal in diesem Video für euch alle Sachen über das neue iPhone zusammengefasst, auf Deutsch. Und ja, ich werde hier drüben wieder versuchen, Bilder einzublenden, die zum Thema passen. Und zwar mit der neuesten Meldung: Apple hat einen Brief an Gizmodo geschrieben, also das ist nicht der Finder, sondern der Typ, der das verloren hat. Der nennt sich übrigens Gray Powell. Also der hat das Gerät eben verloren, jemand hat das gefunden und Gizmodo hat das für 5000 Dollar dem Finder abgekauft. Ob das jetzt so ganz legal ist, darüber wird sich gerade noch unterhalten. Aber ja, mal sehen, ob ein Verfahren gegen Gizmodo eingeleitet wird oder wie auch immer. Aber kann uns ja auch egal sein. Auf jeden Fall schreibt Apple in dem Brief, dass sie dieses iPhone gerne zurückhaben möchten, in einer Bitte. Und es gab auch zwischen Gizmodo, dem leitenden Redakteur, und Steve Jobs ein Gespräch. Also ein erster Grund, dass das iPhone wirklich echt ist. Also wir werden sehen. Das iPhone wurde in Redwood City in einer Bar vergessen und dort gefunden. Das ist in der Nähe von San Jose in Kalifornien. Wie gesagt, Gizmodo hat das dem Finder für 5000 Dollar abgekauft und ob das jetzt ganz legal ist, weiß eben keiner. Das wird gerade noch so recherchiert und unterhalten sich viele Fachkräfte drüber. Ich fange jetzt einfach mal mit den Features an. Das iPhone der vierten Generation, zumindest das gefundene Gerät, hat hinten drauf stehen XX Gigabyte. Man kann also nicht sagen, wie viele Gigabyte das Gerät hat. Auf jeden Fall hat es eine Frontkamera für Videochats und eine verbesserte Rückseitenkamera, die jetzt auch einen Blitz besitzt. Das iPhone besitzt nun runde Lautstärketasten, die getrennt sind. Das kann gut sein, um die Heckkamera zu bedienen. Also zum Beispiel, um den Auslöser zu drücken. Außerdem hat es eine flache Rückseite mit abgerundeten Ecken, also ungefähr so wie das MacBook. Und die Rückseite ist aus Glas, Keramik oder Plastik. Die Verbindungsprobleme, die man beim iPad hat, die wollte man bei dem iPhone verhindern. Das iPad hat ja eine viel größere Antenne und trotzdem meistens einen nicht so guten Empfang. Das liegt wahrscheinlich an der Aluminiumrückseite. Es hat einen Micro-SIM, was für die USA einzigartig ist. Es gibt dort kein anderes Gerät mit Micro-SIM. Und das iPhone soll das erste sein, also wieder noch ein Punkt dafür. Außerdem hat es eine größere Auflösung. Man hat nämlich, als man es bekommen hat, nur mit dem iTunes-Logo bekommen, weil Apple es runtergefahren hatte. Man kann es auch nur bis dahin hochfahren. Das bedeutet, man kann es nicht starten, deswegen kann man keine Software-Features ausmachen. Aber der Finder soll noch mit dem iPhone gespielt haben und hat gesagt, es wäre Firmware 4.0 drauf. Also, es hat eine viel größere Auflösung, das kann man schon sehen. Man kann ja beim iPhone und iPad Touch derzeit, die es jetzt gibt, die einzelnen Pixel fast erkennen. Also mit bloßem Auge kann man die schon erkennen. Auf dem iPhone der vierten Generation soll man die nicht mehr erkennen können, also eine viel höhere Auflösung. Ob es nun 960 mal 480, nein, 640 sein müsste, das kann man nicht sagen, aber man kann es vermuten. Außerdem hat es ein zweites Mikrofon am oberen Rand neben dem Headphone-Jack, also Kopfhörerausgang. Es hat einen Aluminiumrahmen, also nicht die Rückseite, nicht die Vorderseite, sondern der Rahmen, wie beim iPhone 3GS oder 3G, ist aus Aluminium. Es hat ein etwas kleineres Display als das 3GS, aber eine höhere Auflösung. Das bedeutet mehr DPI, es dürfte heller sein und ja, Spiele dürften besser dargestellt werden. Die Auflösung sollte toller aussehen. Es ist 3 Gramm schwerer als das 3GS und hat einen 16% größeren Akku. Außerdem ist es etwas dünner. Der Finder konnte noch damit spielen, wie gesagt, hatte OS 4.0 drauf. Das iPhone war in eine Hülle gepackt. Damit sah es aus wie ein iPhone 3GS und die Hülle wurde extra dafür entwickelt. Also noch ein Punkt, dass es wirklich das neue iPhone ist, denn es sah aus wie das 3GS, aber es war ein iPhone der vierten Generation, beziehungsweise denken wir das. Man hat das Gerät auch auseinandergenommen und hat gesehen, es hatte Hardware drinne, natürlich, das hat jedes Gerät, aber viel der Hardware war mit Apple gekennzeichnet, also von Apple hergestellt. Ich habe jetzt noch ein paar technische Daten für euch. Und zwar ist das iPhone 11,5 x 5,9 x 0,9 cm groß und 140 Gramm schwer. Es hat eine Batterie beziehungsweise einen Akku mit 5,25 Wattstunden bei 3,7 Volt. Im Gegensatz, das 3GS hat 4,51 Wattstunden bei 3,7 Volt. Warum ist das iPhone nun echt? Das fragen sich viele Leute. Gizmodo hat ja einen Brief bekommen von Apple und auch einen Anruf von Steve Jobs. Zumindest sollen sie telefoniert haben. Das ist der erste Grund, dass das iPhone echt ist.
Zweitens wird es auf dem Mac als iPhone erkannt, als iPhone im Recovery Mode. Nur, also ein Gerät wird nur als iPhone erkannt, wenn es auch ein iPhone ist. Es hat die 4.0 Firmware, das hat der Erfinder gesagt, und es hat Apple Hardware drin. Was sagt ihr dann dazu? Ist das iPhone echt? Sagt es mir. Lasst mir eine Bewertung da. Also jetzt nicht gut, wenn ihr das iPhone echt findet, sondern lasst mir eine Bewertung dafür, für die deutsche Version des neuen iPhones. Hinterlasst mir einen Kommentar, sagt mir, was ihr über das iPhone denkt. Wie denkt ihr, findet ihr es gut aussehend oder eher weniger? Was denkt ihr über das iPhone? Lasst mir einen Kommentar da. Wenn euch weitere Apple-Features und neue Apple-Sachen interessieren, klickt oben auf den Abonnieren-Button. Es lohnt sich. Ja, und dann natürlich favorisieren für das neue iPhone. Mir gefällt das iPhone, muss ich wirklich sagen. Also mein Fazit, ich mag das iPhone. Ich denke auch, dass es echt ist. Es ist, ja, ich denke nicht, dass Gizmodo hier lügt. Die Fotos sind ja auch auf anderen Blogs aufgetaucht und nicht nur auf Gizmodo. Und die Fotos wurden ja nicht nur von Gizmodo geschossen, sondern auch ein anderer Blog. Engadget oder so heißt der, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, bringt mich dafür nicht um. Hat auch etwas dazu veröffentlicht. Also, hinterlasst mir einen Kommentar. Danke fürs Zugucken. Mir gefällt das iPhone. Ich hoffe euch auch. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken und auf Wiedersehen. Peace. Das wollte man, diese Verbindungsprobleme mit dem Aluminium, die man bei ja. Hier drüben werdet ihr wieder, oder ich werde versuchen, hier drüben wieder Bilder einzublenden, die zum Thema passen.